seitdem in Europa 1870 die Reblaus die größten Rebflächen ausgemerzt hat, gibt es in Deutschland keine oder so gut wie keine Reben mehr, die auf ihren eigenen Wurzeln im Boden stehen. Heutzutage nimmt man amerikanische Unterlagsreben und pfropft die deutschen Reben obendrauf, damit die Reblaus keine Chance mehr hat. Like me on Facebook and subscribe to my channel.